Wächter für die AfD-Fraktion. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als Kanzler Scholz hier am 27.02. letzten Jahres seine Zeitenwende-Rede hielt, konnte er seine geheime Wonne kaum darüber verbergen, über die riesengroße Tür, die Putin durch seinen brutalen Angriff auf die Ukraine eröffnet hatte. Da war endlich der Feind, durch den man Demokratie und Grundrechte in Europa schmälern kann und eine ökosozialistische Geisteshaltung voranbringen kann. Seitdem hören wir fast nichts anderes von ihm, ob hier in Berlin oder in Prag oder diese Woche in Straßburg. Wir bräuchten ein geeinteres Europa und wir bräuchten eine beschleunigte Klimatransformation. Das sind seine Worte. Und nun kommt nächste Woche der Regierungsgipfel des Europarats in Reykjavik, das diesem grauenhaften, perfiden Narrativ untergeordnet werden soll. Der Europarat soll damit politisiert werden, eine eigentlich relativ unpolitische internationale Organisation, deren Aufgabe es ist, über Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zu wachen. Und deswegen gibt es Instrumente, um sicherzustellen, dass Wahlen sicher und fair verlaufen, naja, außer in Deutschland und in Berlin, denn Deutschland zahlt einen Haufen Geld an den Europarat. Und es gibt die Europäische Menschenrechtskonvention, wo die essentiellen Grundrechte der Bürger, die Abwehrrechte gegen den Staat, festgeschrieben sind. Zum Beispiel das Recht auf Leben, das Recht auf ein eigenes Zuhause, das Recht auf ein faires Verfahren. Und dann kann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entsprechend auch urteilen. Und die Mitgliedstaaten müssen das umsetzen. Es ist klar, dass ein solcher Europarat, der den Bürger vor dem Staat schützt und nicht den Staat vor den Bürger, den Globalisten und Ökosozialisten, ein ganz schönes Dorn im Auge ist. Denn wer die Familie abschaffen will, der kann natürlich mit dem Recht auf Familie nichts anfangen. Wer den Leuten das Heizen verbieten will, der kann mit dem Recht auf ein eigenes Zuhause nichts anfangen. Wer Demokratie, so wie viele in diesem Haus hier, umdefinieren möchte als Umsetzung einer LGBTQ-Agenda, als eine unbegrenzte Aufnahme illegaler Migranten und dafür lieber die ursprüngliche Wortbedeutung von Demokratia aus dem altgriechischen Herrschaft des Volkes untergraben möchte, der kann eine solche Organisation nicht brauchen. Eines Volkes übrigens, das selbstverständlich nicht wählt, was es auch nicht will, es sei denn, es wird wie in Deutschland durch einen 9 Milliarden Staatsfunk Dauer berieselt. Klimasozialismus ist mit Demokratie nicht zu machen. Und genau das ist das Einfallstor, das viele verwenden über die europäische Ebene, über den Europarat. Beispiel: Großbritannien. Da beschließen die Briten durch ein Referendum, durch den Brexit, dass sie von illegaler Migration nichts wissen wollen, dass sie nicht bevormundet werden wollen, machen einen Vertrag mit Ruanda, um illegale Migranten dorthin abzuschieben. Was sagt der Europarat? Dürft ihr nicht, es könnten Rechte verletzt sein. Und besonders spannend ist der Fall der Schweiz. Da klagen jetzt ja die Klimaseniorinnen aller Greenpeace vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gegen die Schweiz, um ein CO2-Budget einzuführen. Ein CO2-Budget, das 2021 von den Schweizern als Referendum abgelehnt wurde. Hier sollen Richtersprüche die Demokratie überschreiben. Und das können wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Und diese demokratiefeindlichen Tendenzen, die werden natürlich umfangreich unterstützt von der Zivilgesellschaft, von unserem großen Philanthropen George Soros und seiner Open Society Foundation, die wirklich erwiesenermaßen im Europarat überall die Finger drin hat, in Beamtenverhältnissen dort genauso wie bei den Richtern. Es werden sehr viele Richter dort ins Rennen geschickt, um in den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu kommen. Amnesty International macht das auch. Und es ist erwiesen worden vom European Center for Law and Justice, dass in wenigstens 54 Fällen in den letzten Jahren, 3 Jahren Richter über einen Fall geurteilt haben, einer NGO, der sie selber angehört hatten, die diese NGO eingebracht hat. Also überhaupt keine Unabhängigkeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und nein, ein nationaler, souveräner, demokratischer Staat kann nicht ein Gefälligkeitsurteil für den Lobbyismus akzeptieren. Und deswegen verstehe ich die britische Kritik an dieser Organisation, meine Damen und Herren. Werte Damen und Herren, Sie reden ein bisschen vorbei an den eigentlichen Themen. Die sind eben Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte. Auf dem Gipfel soll dafür diskutiert werden, Unterstützung der Ukraine. Tatsächlich ein Sondertribunal gegen Putin, das überhaupt keine Wirkung entfalten könnte, das brauchen wir nicht. Finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Ja, wie viele Zusagen soll es dafür noch geben? Und warum soll ein deutscher Steuerzahler den Wiederaufbau in der Ukraine bezahlen? Sie wollen gegen Backsliding Democracy dort kämpfen. Dabei müssten wir eigentlich mal zur Sicherstellung die Definition der Demokratie wieder klären und überhaupt wieder für die Demokratie uns orientieren.
insbesondere die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesregierung, die wir hier haben. Und wir brauchen ganz bestimmt keine Umweltmenschenrechte, die dazu dienen würden, die wirklichen essentiellen Menschenrechte, etwa auf Freiheit, auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, zu relativieren und damit linke ökologische Agenda durchzusetzen. Meine Damen und Herren, der Europarat ist dann eine sinnvolle Organisation, wenn er wirklich Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verteidigt. Das muss der Gipfel in Reykjavik stärken. Allein, ich habe meine Zweifel, dass Regierungen, die in den letzten Jahren die Grundrechte so massiv geschliffen haben, dazu das richtige Personal sind. Der Zustand der Demokratie in Europa droht so eisig zu werden wie das Wetter in Island. Das Wort hat